Willkommen zurück zu Kena Putsch aus Birds. Zu einer weiteren Folge. Ja, letzte Folge haben wir diese, naja, etwas sehr unangenehme Kiste geschafft. Und die Gegner dafür besiegt. Und, naja, der Inhalt darin war ein bisschen, naja, nicht so geil. Ein bisschen wenig, fand ich. Ein paar Kristalle und das war's. Aber hey. Mit drin irgendwas vergessen? Nee, oder? Dann gehen wir jetzt wieder hier raus. Und würden jetzt mal zu diesem Eingang begeben. Wir können ja die Rutsche nehmen. Dafür ist sie ja da. Kann ich mal eigentlich die Korruption von dem Ding hier noch entfernen? Sieht halt irgendwie danach aus, als ob wir es könnten, aber ich wüsste halt nicht wie. Ah, da ist eine Höhle. Da geht es in die Höhle rein. Vielleicht dann tun wir das darüber entfernen oder unten dann aufräumen. Hui. Cool. Okay. Das Ding ist schon wieder respawned. Ne, ist mir jetzt egal. Gut. Gehen wir dahinter. Wir hätten auch einfach oben rumgehen können, ich die Rutsche nehmen sollen. Das wäre viel schneller gegangen übrigens, aber egal. Wollt ihr mal nehmen. Mal testweise. Waren wir da schon? Ja, ne? Da waren wir... Oh. Lauf. Ja, da waren wir schon. Ja. Okay. Dann gehen wir mal hier rein. Sind doch richtig, oder? Eingang zum Dorfherz. Da wollen wir mal zum Dorfherz gehen. Bin gespannt. Checkpoint. Was haben wir eigentlich überhaupt mal alles freigeschaltet momentan? Aber die ganzen Fackeln halt, ne? Ich bin gespannt. Wir brauchen noch. Wir können mal ausrechnen. Wir brauchen noch, ich glaube, 33 Watts. Bis wir 100 haben. Das heißt, es können eigentlich gar nicht mehr so viele Gebiete kommen, oder? Das heißt, eigentlich, vielleicht ist das sogar schon das letzte Gebiet. Hier haben wir 6 Stück. Hier haben wir 2 Stück, 3, sind wir schon bei 10. Da fehlen uns noch 22. Ja, hier gibt es 20. Und da fehlen uns 2. Und da einer. Okay, habe ich vielleicht irgendwo verzählt auch einer. Auf jeden Fall, vielleicht gibt es auch mehr als 100. Maybe. Aber es wird das letzte Gebiet sein. Ich glaube, mehr kommt nicht. Das wollte ich nur wissen. Okay. Also sind wir schon recht weit mit dem Spielen. Okay, I've got the plate working, so you should be able to activate this door. Cool, danke schön. Weil ich habe trotzdem noch mega viel zu erkunden und so wahrscheinlich alle Sachen sammeln und finden will, dann dauert das schon noch ein bisschen. Aber trotzdem. Das ist nice to know. Mein Spiel wird vielleicht auch ultra lange gehen, das ist absolut eine gute Spielzeit. Perfekt, eigentlich, finde ich sogar. Okay. Okay. Ja, da könnte man Dinge tun. Da hinten ist eine Tür. Und unten sind Steine. Das Ding ist, die Tür ist. Die bekommen wir locker auf, ne? Warte mal ganz kurz. Ich wollte eigentlich erstmal da die andere kurze Tür machen, aber das gibt schon dort auch. Warte mal, das ist Selbstmord gerade, was ich da mache. Uiuiuiui. Okay. Es gibt jetzt keinen Weg zurück mehr. Gut, hier hoch. Okay, jetzt so lang. Und dann können wir jetzt hier das Ding aufmachen. Ah, eine Flaschpost. Oh, eingesperrt. So, jetzt würde ich sagen, unsere Kräfte, wir werden hier drin verrecken, wenn wir eingesperrt sind. So. Was hier? Nice. Wir kommen jetzt zurück. Ah. Dankeschön. Nice. Und da unten, was ist das? Ohne Kampf was zu beseitigen, ist auch mal angenehm. So, das ist das letzte Spiel wahrscheinlich. Das Ding. Ey! Verschert. Was gibt's hier Schönes?
Hast du die zwei Steine? Oh, nice. Mega coole Aussicht. Auf jeden Fall noch mal leben. Was mal sehr angenehm ist. Das hatten wir schon. Ja. So, Screenshot-Time, Leute. Das bietet sich doch mega dafür gerade an. Ups. War wirklich mega krass. Ich weiß gar nicht, wie ich das am besten mache. Mit der Sonneneinstrahlung und so sieht da voll cool aus. Okay. Nice. Dann haben wir den Meditationspunkt auch mitgenommen. Das ist sehr wichtig. Weil da kommt locker gleich noch irgendwie ein Fight oder sowas. Ach klar, müssen wir darüber zurück. Ja. Gibt es keine Blume, die uns da irgendwie mal einen Schnelltransport machen kann? Na gut. Und die Ecke hier auch abgeschlossen. Und jetzt können wir uns wegen mal um die Tür kümmern. Ein Schraten geht nicht auf. Okay, was kann auch passiert, wenn ich da drauf schieße? Okay. Dann muss ich jetzt hier drauf. Okay, ich muss beide hoch machen. Ah, ich verstehe schon, wie es geht. Kurz ab, dass das Ding runterfällt. Muss ich nochmal werfen. So, dann den da. Gibt es hier noch irgendwas anderes hier hinten? Nee, oder? Ich bin jetzt, wenn ich hochlaufen kann. LOL! Abgesehen davon, dass man hochlaufen kann. Absolut richtig. Okay. Das hätte ich ja beinahe übersehen. Ich kann auch links, rechts lang. Links lang, wie auch immer. Mein Ernst, als ob ich nicht da hochkomme. Komm, lauf, können wir das nochmal schaffen. Why not? Ich gerne. Mal so, noch mal so ein Hut wäre nice. Leute, Mann. Wie ist eigentlich, wenn man den anderen Weg nimmt? Kommt man dann auch hier drauf wahrscheinlich. Kurz mal austesten. Das haben wir. Oh. Was Scheiß. Ja, okay, kommt man gar nicht drauf. Vielleicht krass, oh, aber. Wird einem eh nix. Okay. Können wir mit ihr eigentlich nochmal reden? Wenn der schon mal noch da steht. Hi. Another relic must be close. Where does this lead? The village heart. Energy flows from the mountain and gathers in a vast network of caves beneath the farmland. Na super. Adir and I found a way to collect and focus that energy. These caves were at the core of our work. Wehe, ihr wart daran schuld, dass ihr das ja ausgelöst habt, ne? Sag's nur so. Könnte ja durchaus sein. Wir werden sehen. Okay.
das Dorfes. Fetter Baum. Okay. Eingang ist, wo es irgendwo weitergeht. Na gut, na gut. Gut, dann ist eine Brücke kaputt, die ist ja easy zum Reparieren. Dann müssen wir hier weiterlaufen. Was soll schon passieren? Hui. Das ist schlecht, hab ich gehört. Okay. Ich dachte, wir wären tot, aber hier ist Wasser. Nice. Gut gehabt. Ich hoffe, ich habe da oben jetzt nichts übersehen, aber es sah für mich jetzt nicht so aus. Als wenn da irgendwas wäre. Naja, vielleicht doch, wer weiß. So, mal. Zum Teufel. Hier kaputte Steine. Gegner. Hallo. Die Steine da irgendwie nur so halt funktionieren. Hat schon was. Gefällt mir. Ja auch. Ich bin echt unsicher, ob es hier irgendwas gibt. Also sieht mega cool aus. Auf jeden Fall. Moment. Eine ganz wichtige Sache vergessen. Deswegen müssen wir jetzt mal zurück. Es ist halt jetzt eigentlich zu spät, ne? Scheiße. Einen Screenshot gemacht ist. Ich glaube. Dass das jetzt nicht mehr möglich ist. Gerne, die Kamera müssen wir da weg. Das geht nicht, oder? So, maybe. Wo kommt ein Baum halt nicht drauf, ne? Ja, es geht halt nicht so. Scheiße. Ja, zu spät hätte ich von oben machen müssen. Naja, kein Screenshot für uns. Na gut. Okay. Kisten. Kisten nehme ich gerne. Wenn ich das mache. Ich raste die Flip ganz. Okay. Okay. Also ich kann es nicht benutzen, um da oben drauf zu kommen. Ich will hinter schon mal gucken, was da noch kommt. Wahrscheinlich. Aber was gibt's hier? Komm ich oben drauf. Gibt es hier irgendwas zum draufstellen? Ich kann ja nicht hochschwimmen.
Aha! Nice. Hey du. Können wir da hoch? Hoffe ich. Wie ist die Frage? Also ich möchte draufstellen, dass ich das immer nehmen, ne? Da. So. Erstmal nur so semi-geil. Vor allem muss ich ja irgendwie da oben drauf kommen, ne? Okay, aber das könnte gehen, dass ich ihn hier ausmache. Da drauf schieße. Hey, wie fällt denn eine Blume ran? Wie komme ich da drauf? Gute Frage, ne? Shit. Also ich könnte maximal probieren, vorher schon drauf zu gehen. Ich bin Nöbel auf, dass man drauf stehen bleibt. Wieder hinten hinzuschmeißen. Okay, das soll ich machen, toll. Fuck, ich muss jetzt nochmal dingensen. Ha! Oder auch nicht. Oh nein. Hier ist eine Kiste. Na komm, let's go. Machen wir es einfach direkt, dann mal so hinter uns. Die Holzritter. Die kennen wir doch schon. Gegner gerade, unangenehm. Au. Schlimmer. Scheiße, Boss. Das ist schlecht. War knapp, aber immer ein Looper. Ist noch genug teilweise, aber hey, reicht. Nice. Neue Maske für die, gut. Hannas Maske. Hannas? Wer ist denn Hanna? Ha. Das wie immer. So, egal. Gehen wir hier rüber. Wollen die Dinger nochmal irgendwie mehr löschen? So, und jetzt behaupte ich mal, dass wir jetzt einfach das Ding da unten wieder sprengen. Jetzt Power Tour schießen, dass das die richtige Form annimmt. Da rumrennen. Eine Abkürzung sogar, wenn wir wollen. Okay. Nice. Jetzt können wir hier rein. Hier kommt wahrscheinlich ein übelster Bossfight, oder?
sowas von gleich. Nee, vielleicht noch nicht. Sieht, Alter, sieht cool aus. Ich habe so gefühlt, dass die in die Devils herkommen. Ich habe so gefühlt, dass die mit ihren Experimenten da irgendwas richtig hardcore verkackt haben. Aber wir werden sehen. Lol. Gut, dann hier hoch. Wo ist das Rohrschiffen? Ja, ist schon cool. Er ist nicht so gesund hier drin aus. Das kann ich mal so sagen. Okay. Haben die hier Experimente gemacht oder was? Mal schauen. Zurück, zurück. Will ich vielleicht da drauf schießen? So, guck mal nach oben. Wie komme ich da dran? Muss ich dagegen springen? Ja, muss ich. Das ist nicht dein Ernst. Ach du Scheiße. Okay, das wird ein bisschen anstrengend. Das ist schlecht. Wo komme ich da dran? Komisch. Fall dich. Was? Und jetzt? Überhaupt nicht knapp oder so. Euch damit geht's gut? Ja? Ihr freut euch dann eine kurze? Okay. Okay. Und jetzt? Wie geht's weiter? Wo geht's weiter? Ich bin gerade ein bisschen unsicher. Nicht oben hier oben Gebirge gerade. Naja, kurz mal aktivieren, dann sehen wir vielleicht mehr. Ich meine, kann ich hier lang laufen? Und dann? So geht's nach oben. Okay. Das ist gut. Okay, kapiert. Wo sind wir? Hier sind wir. Das ist okay. Mein Ernst? Ach, ich lebe noch. Cool. Oh Mann! Den Sprung nicht geschafft. Muss ich gleich nochmal probieren. Mal warten, bis die Zeit abgelaufen ist und dann machen wir nochmal neu. Okay. So. So, und jetzt da oben hin. Easy. Mehr oder weniger. Gut. Und hier aus der Schatzhöhle raus. Wunderbar. Oh mein Gott. Wird interessant. Hui. Oh mein Gott. Das ist doch ein richtig harter Bossfight. Aber wenn wir das Ding in der Mitte aktivieren könnten, irgendwie, können wir das Viech nutzen zum Mitkämpfen. Heilung? Oder nur eine?
Ach du Scheiße. Erstmal einen Screenshot machen mit dem. Ich hab das Gefühl, dass wir gleich dagegen kämpfen werden, deswegen ja. Ein bisschen weglaufen, ich will gar nichts mehr von den Viecher sehen. Cool, dann wissen wir gleich, was unser Endgegner werden wird. Das ist ja wunderbar. Das wird super. Ich habe gar keine Zweifel dran, dass wir das schaffen werden. Cool. Hier kann man drum rumlaufen. Ah, da oben. Mal gleich, Moment. Mal kurz gucken, was es hier noch so gibt. Ein bisschen hier ein Web erforschen. Ups. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen oder nicht, deswegen, ja. Okay. Dann würde ich sagen, entweder sehen wir oben oder schießen. Und dann beginnt wahrscheinlich Instant Death Fight. Okay. Oder man tut jetzt einfach mal hier beschwören. Tiefer abfacken. Aufgebraucht. Hä? Hey, verarschen? Ja, ich glaube, weil die irgendwie aufhört. Sind die unendlich? Sind die nicht unendlich? Oh. Nein. Nice. Hab ich gesehen gehabt. Ist auch sowas. Die Dinger rauskommen noch. Ich hab aber nur gedacht, die drin, nicht für mich, ne? Schon lustig. Noch was irgendwo aufbauen? Irgendwie war. Kann man nicht. Okay, wenn wir das Viech rufen, kommen hier welche raus. Von denen da. Aber warum? Weil wir können jetzt nicht mehr viel mehr mit dem machen, oder können wir doch noch da hoch? Das wie komisch, dass der andere nichts macht. Das große in der Mitte. Das ist halt, das war nicht, was jetzt wahrscheinlich so gewollt. Kannst du dir vorstellen? Der Kampf ist extrem strange, Leute. Also ich weiß nicht, was so sein soll. Oder ob ich gerade, was ist hier hinter uns? Oh mein Gott, was das Barriere ist. Ich glaube nicht, dass das soll so sein. Einfach hier die Dinger clearen. Danach noch richtig Ärger bekommen. Hey, du! Alter! What the?
Hey du, na, wie geht's? Fuck you. Mach platt. Ich bin ja, unsere Fisch geht das ganz gut, gut, dass wir so viele Rots gesammelt haben. Das ist doch schon ein Problem jetzt. Oh, ab, Alter! Mach ihn tot, hilf uns! Aua, ey! Das war irgendwie recht easy. Also, ohne das wäre mal am Arsch gewesen oder so. Hey, war cool. Respekt. Aber für so ein Boss-Viech war das irgendwie ein bisschen. Ja, einfach. Danke ihm hier. Ohne den wäre mal am Arsch gewesen. Also, so richtig. Aber hey, war trotzdem. Ist nice. War cool, mit dem mal zu kämpfen. Mal das hier noch frei. Wie voll geht das schon um? Hm. Ich überlege, ob wir jetzt zumindest noch. Wir gehen jetzt verfolgen, jetzt müssen wir noch nach draußen. Mal gucken, was da noch kommt. Das machen wir jetzt auf jeden Fall noch. Ein Rätsel. Rätsel? Maybe. Okay, nächste Folge. Und ja, dann würde ich mal sagen, danke schön fürs Zusehen. Und tschüss bis zur nächsten Folge von Kena Bridge of Spirits.